sehr, hier zu sein. Ich möchte insbesondere den beiden Damen von der Übersetzung auch herzlich danken, die einen so wunderschönen Job machen. Ich werde sprechen über, falls meine Folien kommen, hier sind sie, also ich werde sprechen über Wissenschaftskommunikation auf YouTube, ein Praxisbericht. Und ich werde Ihnen die folgenden Dinge erzählen. Ich werde Ihnen erst ein paar Fakten über meinen YouTube-Kanal erzählen, dann die Prinzipien, die mich leiten, indem ich meine Files, meine Videos gestalte und das an eine Sachebene und eine Beziehungsebene, die dort eine Rolle spielt. Ich werde Ihnen dann ganz kurz einige Reaktionen, die ich bekommen habe, vorstellen, weil man daraus etwas sieht, wie das Publikum auf sowas reagiert. Und schließlich sehr traditionell am Ende den Zusammenfluss. So, was sind die Fakten meines Videokanals? Das ist das folgende. Ich habe also den Videokanal getauft, ganz originell auf Pöpp-Neuningen. Der hatte eine Entstehungsgeschichte, nämlich die Universität Hannover, Leibniz-Universität Hannover, an der ich gearbeitet habe, hat eingeführt ab 2010 Vorlesungsaufzeichnungen. Das war eine singuläre Person, ein Videofreak, der das irgendwie vorgeschlagen hat. Und ich bin der Erste gewesen, der dort mitgemacht hat, zusammen mit drei anderen. Und habe dann jedes Semester Videoaufzeichnungen meiner Vorlesungen gemacht. Und die waren gedacht zunächst für die Studierenden auf einem internen Net. Und dann hat man, wenn man das wollte, die auf YouTube, auf iTunes hochladen können. Und dann war es schließlich so, dass ich ab April 2013 selbst auf YouTube alle Files aufgeladen habe, auch weitere Files, Vorträge, Interviews und Fernsehauftritte. Das hat zunächst jemand anders gemacht. Der ist dann aber bestraft worden, weil er nicht gefragt hatte. So sind jetzt also die Sachen auf YouTube. Das ist die Entstehungsgeschichte und die näheren Fakten sind folgendermaßen. Also jetzt vor kurzem hier im September. Ich habe also über 220 Videos hochgeladen. Die sind auf Deutsch und auf Englisch, nicht gleichzeitig. Teilweise organisiert Playlists. Ich habe 3750 Abonnenten und etwas mehr. Und die Nutzerzahlen sind so, dass ich seit 2013 etwa 740.000 Aufrufe habe, ungefähr 200.000 pro Jahr, am Tag also 550. Und im Mittel wird das genutzt mit 12 Minuten. Also das heißt, wenn vier Leute anklicken und drei klicken sofort weg, beim 45-Minuten-Fall, dann schaut einer es ganz an. Das am meisten abgerufene Video, das hat 76.000 Aufrufe. Das ist eine ganze Menge. Es gibt mehrere, die weit über 10.000 Aufrufe haben. Und nach den Ländern geordnet ist das so, die Aufrufe kommen in der Tat, man kann sagen, aus der ganzen Welt, aus 197 Ländern. Zwei Drittel aus Deutschland, Österreich 7%, Schweiz 6%, USA 4%. Und dann kommen ganz am Schluss die Länder, in denen das Marketing also noch nicht so funktioniert hat. Tadschikistan mit zwei Aufrufen, zusammen 20 Sekunden. Mein eigentliches Sorgenkind ist natürlich Kongo-Brazzaville mit einem Aufruf von 3 Sekunden. Die Marketingleute würden sagen, da hat die Market-Penetration noch nicht richtig funktioniert. Sie ist nicht meine Terminologie, aber sie ist sehr bildreich hier. Also da muss noch was gemacht werden, wenn wir sehen, was die Zukunft bringt. So, als Beispiele, was ich da so für Videos drauf habe, das ist sozusagen der große Renner, ist eine Einführung in die theoretische Philosophie. Das waren 12 Vorlesungen, eineinhalb Stunden und das ist in 24 Videos auf 45 Minuten, genau wie in der Vorlesung, einfach abgefilmt und ohne irgendwelche Schnitte auf YouTube gelegt. Und ich habe das dann, nachdem ich gemerkt habe, dass meine Kollegen, die nicht einfach blindwütig die Vorlesungen auf YouTube gestellt haben, sondern den einzelnen Vorlesungen auch Sachtitel gegeben hatten, was ich nicht hatte, sondern nur dritte Vorlesung Teil 2. Und wer sucht schon auf YouTube nach dritte Vorlesung Teil 2, dachte ich, nein, ich muss das noch anders schneiden, thematisch. Und deswegen ist das Ganze auf zweite Weise und dann leicht geschnitten, auch noch auf YouTube und dann in kleinere Einheiten, zum Beispiel Grundbegriffe der Erkenntnistheorie, das läuft auch sehr gut, oder Wissenschaftsphilosophie, Überblick und ähnliche Dinge. Dann habe ich eine Was ist Wissenschaft? Eine Vorlesung, das ist jetzt ganz nah an der Wissenschaftskommunikation, also der Naturwissenschaftskommunikation, weil dort so viele Beispiele auch sind. Und das ist in 39 Videos sehr unterschiedlicher Länge aufgeteilt. Eben thematisch, die Grundidee war die, dass Leute, die was suchen, dann auch wirklich auf meine Videos kommen. Und diese Videos enthalten auch populärwissenschaftliche Darstellungen, also nur ein paar Sachen zu nennen.
In meiner Kant-Vorlesung rede ich lange über die kopernikanische Revolution, in der Vorlesung über was ist Wissenschaft, über die Entwicklung von Teleskopen und die Entwicklung von Beschleunigern und viele andere Dinge, wo ich einfach wirklich unmittelbar jetzt Philosophie-Studierenden, Psychologie-Studierenden, Soziologie-Studierenden, naturwissenschaftliche Sachverhalte erklären muss. Das bedarf einer gewissen Anstrengung, das funktioniert aber so einigermaßen. Ich habe sozusagen etwas Erfahrung damit mit Leuten, die nicht unbedingt begeistert sind von dem, was ich ihnen beibringe. Also ich habe lange an der Universität Hannover einen Kurs gelehrt, Theories and Methods of Research für Gartenbauwissenschaftler in Horticulture Science. Das sind Leute aus den Weltländern, die sind nicht primär nach Hannover gekommen, um heutige zu Wissenschaftsphilosophie zu hören. Das ist also das ganz Normale, oder die Psychologen an der Universität Konstanz, die Wissenschaftstheorie über sich ergehen lassen mussten und geprüft wurden, auch die waren nicht von vornherein begeistert. Das ist natürlich etwas, was man annehmen muss. Das werde ich Ihnen jetzt erläutern, indem ich Ihnen sage, was meines Erachtens die drei Grundprinzipien für gute Wissenschaftskommunikation sind. Das erste Grundprinzip, dezentrieren. Das zweite Grundprinzip, dezentrieren. Das dritte Grundprinzip, dezentrieren. Das ist das Wichtigste. So, was soll das heißen, dieses Dezentrieren? Das bedeutet meines Erachtens zentral Folgendes. Betrachte deinen Vortrag aus der Perspektive des jeweiligen Publikums und nicht aus deiner eigenen. Das bedeutet, das Publikum dort abholen, wo es tatsächlich steht und nicht dort, wo es in deiner Fantasie steht oder wo es stehen sollte. Also insbesondere das, wo es stehen sollte, wenn man empört darüber ist, dumm, ungebildet und das Publikum, das nützt alles nichts. Also der Punkt ist der, man hat es mit realen Leuten zu tun, mit bestimmten Vorstellungen, Wissen, Nichtwissen, Sympathien, Antipathien. Und man muss schauen, dass man diese Leute dort abholt, wo sie wirklich sind. Das ist das Erste dieser Dezentrierung. Das bedeutet, nicht ich bin das Zentrum der Sache, sondern das Publikum ist das Zentrum der Sache. Ein ganz wichtiger Punkt, den man sozusagen im Laufe seines Lebens und seiner Karriere in diesen Dingen immer wieder überlegen sollte. Es gibt für alle, die was versuchen zu erklären, einen ganz zentralen Rollenkonflikt. Nämlich den Konflikt zwischen der Rolle, dass man sich selber natürlich als superkompetenter Experte präsentieren will, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass man eine Erklärungsaufgabe hat. Und die Erklärungsaufgabe kollidiert mit der Präsentation als super gescheiter Experte, der natürlich die ganze Fachterminologie benutzt, um mit großem, hellem Licht die eigene Fachkompetenz erscheinen zu lassen. Und das geht nicht gut zusammen und in diesem Rollenkonflikt muss man sich klar werden, es muss die Erklärungsaufgabe gewinnen, wenn man Erfolg hat. Wenn das gelingt, so kann ich sozusagen zum Trost sagen, damit auch das geschundene Ego nicht zu kurz kommt, also der Experte, wenn das gelingt, dann bekommt man diese Anerkennung als Experte wirklich als Supplement dazu geliefert. Ich habe das in Kommentaren zu Videos gehört, wo einer sagt, ja, der kann so einfach erklären, der muss die Sachen wirklich gut kennen. Also das ist die Wahrnehmung, ob das stimmt oder nicht, stimmt, ist eine andere Frage, aber das ist jedenfalls die Wahrnehmung, sodass man deswegen mit diesem Rollenkonflikt vielleicht etwas besser fühlt. Nun auf der Sachebene, ich unterscheide jetzt also eine Sachebene und eine Beziehungsebene, Sie werden gleich sehen, was das ist. Auf der Sachebene muss man beachten, dass man ein neues Publikum in etwa den ersten 30 Sekunden des Vortrags nicht mit Sachinformationen bereits belästigen darf. Weil das neue Publikum, erinnert Sie sich nur an die ersten 30 Sekunden dieses Vortrags, dann checkt man aus, wer ist die Person da draußen. Wir sind nun mal Primaten. Soziale, sehr soziale Primaten und wir checken andere Leute einfach aus. Und die ersten 30 Sekunden sollte man dem Publikum immer geben, wie man Witz macht oder sonst was macht oder sich bedankt. Da sowieso nur die Leute sehr beschränkt so, weil sie schauen wollen, was ist das für eine Person. Und erst dann sollte man beginnen mit der Sache. Und Sachinformation kann erst funktionieren, wenn sozusagen dieser Teil der Beziehungsebene geklärt ist. Dann, was ich immer mache, was Sie auch hier gesehen haben, ich beginne mit einer Gliederung, die am Anfang bekannt gegeben wird, im Verlauf gegebenenfalls wiederholt wird, in diesem kurzen Vortrag nicht, und an die man sich auch halten sollte. Und dann, fast trivial, aber immer wieder wird dagegen versündigt, eine einfache Sprache verwenden, Fremdwörter vermeiden und Fachtermini erklären. Das ist einfach, glaube ich, der Ausfluss des Rollenkonfliktes, dass man sich zum
Teil gar nicht bewusst ist, dass man eine Fachsprache benutzt und natürlich gleichzeitig auch sich selber als der Experte des Faches präsentieren möchte. Und das kollidiert dann mit der Erklärungsarbeit. Und dann lohnt es sich, gute, eingängige, illustrierende Vergleiche zu haben. Auch das ist relativ trivial, aber natürlich muss man vorsichtig sein wegen potenzieller Irreführung. Das lässt sich nie vermeiden. Also man kann sich noch so viel überlegen, was für tolle Vergleiche man macht, und irgendwelche Leute werden trotzdem irregeführt, verstehen dann irgendwas. Also das ist nicht eliminierbar, aber man muss trotzdem daran denken und versuchen, das gut zu machen. Wenn man, das wurde schon in der Anmoderation erwähnt, wenn es möglich ist, dann sollte man verschiedene Kommunikationskanäle gleichzeitig anbieten. Also Sprache, PowerPoint. In meinen Vorlesungen ist es so, dass die Studierenden die ausgedruckten Folien bereits für das ganze Semester sich herunterladen können und ausdrucken können, eventuell sogar in verschiedenen Formaten, dass sie Notizen daneben noch machen können oder keine Notizen, Videoaufzeichnungen. Der Grund ist der, dass Leute sehr, sehr verschieden sind, wie sie lernen können. Manche Leute schauen die ganze Zeit den Sprecher und die Sprecherin an, andere schauen nach unten auf ihre Notizen, andere blättern in den Folien. Und es gibt einfach sehr unterschiedliche Menschen. Wenn man die alle ansprechen will, sollte man möglichst viele Kanäle gleichzeitig haben, um alle Leute dort abzuholen, die sie selber am liebsten haben, die Informationen aufzunehmen. Wenn man Folien benutzt, dann sollen die Folien darstellen und nicht ablenken. Ich bin immer wieder schockiert, national wie international, wie schlechte Folien viele Professoren insbesondere produzieren. Also wirklich unmögliche Folien. Also man soll nicht zu viele Folien haben. Die Folien sollen den Vortrag unterstützen. Also man soll nicht den Vortrag ablesen von den Folien, restlos, dann könnte man gleich sozusagen vom Manuskript ablesen. Sie sollten lichter sein. Das heißt, man sollte höchstens zwei Farben für die Fonts verwenden. Man sollte keinen Fontwechsel machen. Die Fontgröße sollte hinreichend sein. Größer 20, ich verwende praktisch immer nur 24er Font und größer, weil es sonst einfach unter ungünstigen Umständen einfach nicht lesbar ist. Und insbesondere kein Firlefanz machen beim Folien erscheinen. Es gibt dann Leute, mal mit der Text von links, von rechts, dann von unten, dann blubbert er. Und das führt nur dazu, dass man zuschaut und denkt, bin gespannt, wie die nächste Folie kommt, statt dass man sich auf den Inhalt muss. Das sollte man einfach nicht machen. Insbesondere sollte man versuchen, dass das auch nicht ausspringt hier, wenn man sich Gegenstände berührt, die man nicht berühren sollte. So, ein bisschen zurückgefallen hier. Also hier sind die Folien, kein Firlefanz, sondern einfach machen. Ich versuche es nicht. Dann das Weitere, was ich jedenfalls auf meinem Videokanal mache, ich vernetze mit anderen Medien. Und solche Medien, die das Publikum entweder sowieso schon benutzt oder benutzen kann, und das ist eine Form des Marketings, dass man die Leute einfach dazu bringt, die Inhalte, die man versucht, ihnen nahezubringen, dass sie das auf einfache Weise machen können. So zum Beispiel die Folien, die ich in meinen Videos verwende, kann man alle bei Akademia Edu herunterladen, und im Abspann des jeweiligen Videos wird es auch gesagt, dass man die Folien herunterladen kann. Bevor ich das gemacht habe, habe ich sehr viele Anfragen bekommen, wie komme ich denn an die Folien. Dann wird jeder Upload, den ich mache, auf Twitter mitgeteilt, auf meinem Twitter-Account. Da habe ich nichts dafür gemacht, das hat YouTube selber so eingerichtet, ansonsten benutze ich Twitter nicht. Dann in meinem Fall jetzt, das gilt natürlich nicht für alle Fälle, ich vernetze das auch mit Büchern, die ich publiziert habe, und mit Aufsätzen. Ich habe eine Homepage, wo mein Lebenslauf drauf ist, eine Publikation, die man als PDF runterladen kann, wo man auch alle Vortragstitel und Orte ansehen kann. Denn wenn Leute dann neugierig werden, was wissen wollen, dann sollten sie bedient werden, dass sie möglichst viel Material auf möglichst vielen verschiedenen Kanälen bekommen können. Und ich gebe es zu, ich habe meinen eigenen Wikipedia-Artikel zwar nicht ins Leben gerufen, aber ich schaue doch, dass er ab und zu wieder abgedatet wird. Nachdem ich gesehen habe, dass das nicht also drei Leute im Monat nur sind, die den anschauen, sondern dass es mehr sind, dann sagte ich, na, das ist nicht. So, das ist die Sachebene, das ist eigentlich, ich bin ja Laie, ich bin ja kein Educator. Educator bin ich schon, aber ich bin ja kein Kommunikator vom Beruf her. Das ist so ähnlich wie Trump, der hat es ja auch nicht gelernt, Präsident zu werden. Ich erzähle Ihnen einfach eben einen Praxisbericht. Und jetzt die Beziehungsebene ist extrem wichtig, wo man wirklich sich, wenn man Lehrtätigkeit, solche Vermittlungstätigkeit macht, sich einfach mental darauf vorbereiten sollte. Ich habe schon den Rollenkonflikt genannt. Hier ist etwas anderes nochmal. Beschäftige dich im Vortrag nicht mit dir selbst,
außer es für das Thema wirklich relevant. Es ist so oft, dass dann Leute etwas erzählen, dass sie jetzt Schwierigkeiten gehabt hätten mit diesem Thema aus diesem oder jenem Grund. Wen interessiert das? Ja, den Vortrag, aber das Publikum. Dezentriert. Die Frage ist nicht, was dich interessiert als Vortragende, sondern was das Publikum interessiert. Dann mach dir klar, das was ich schon angedeutet habe, dass dein Publikum deinem Thema gegenüber eventuell desinteressieren oder sogar ablehnend gegenübersteht. Das bedeutet, wenn ich das mir reagiere und zugebe, das ist nicht, wenn irgendjemand daherkommt, dass dann alle sagen, wow, toll, dass ich endlich einen Vortrag von dir hören darf. Nein, die Leute haben eventuell keine Lust, die werden gezwungen als Studierende. Und dann ist es einfach wichtig, sich das klar zu machen und dann darum zu werben, dass sie dann die Aufmerksamkeit der Leute bekommt. Die Frage, die man sich stellen sollte, mag ich eigentlich meinen Schüler? Das sollte sich jeder Lehrer fragen. Mag ich eigentlich meinen Schüler? Will ich es wirklich gewinnen? Wenn Sie es gewinnen, dann mögen Ihr Publikum nie und Sie wollen es nicht gewinnen, machen Sie einen anderen Job. Sie müssen Ihr Publikum, wenn es noch etwas Heftiges hat, lieben. Sie müssen aber sagen, ich möchte dieses Publikum gewinnen, denn ich möchte für die was machen. Und Sie selber kommen noch nicht zu kurz dabei. Dann das Publikum eventuell positiv emotionalisieren. Humor ist gar nicht das Allerdümmste. Was mein Standardrepertoire ist, ich vergleiche, wenn es immer geht, Dinge dann aus der Wissenschaft mit der Beziehungsebene. Also wie man jemanden kennenlernt, an dem man vergleicht oder anderen Geschlecht, je nachdem, was ihre Präferenzen sind. Also wenn man sowas andeutet, dann und was in Beziehungen läuft, was für Streitereien man eventuell hat, das kann man das emotionalisieren. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Diese Emotionalisierungen, also einmal hatte ich vor vielen Jahren schon, ich meine, in einer Vorlesung hat eine Studentin darauf reagiert, die hat dann eine Karikatur gemacht, indem sie mich abgebildet hat mit den Händen so und an den Fäden hingen dann die Studierenden als Marionetten. Und das war nicht besonders nett gemacht. Also die eben meinte, ich würde da sozusagen die Leute manipulieren. Gut, ich konnte die Namen später überzeugen, dass das nicht so schlimm ist, sie wurde meine Freundin. Später haben wir geheiratet, aber das ist so. Und dann etwas sehr Wichtiges ist die Pünktlichkeit. Die Zeit nicht überziehen ist extrem wichtig. Pünktlichkeit ist Höflichkeit, sie sind ganz wichtig. So, ich gebe Ihnen jetzt ganz kurz ein paar Reaktionen, die sind nicht repräsentativ. Ich habe viele hundert E-Mail-Zuschriften bekommen. Manche kommen direkt im Kanal, also wenn jemand direkt das Video kommentiert. Andere suchen die Adresse raus. E-Mail-Adresse raus und schreiben mir dann, das sind die, wo man sofort sieht, da ist größere Motivation, sich wirklich dann mitzuteilen. Und vor allen Dingen ist es Artikulation von Dank, dass Leute einfach dankbar sind, dass sie ein Angebot bekommen, das gratis und frei ist, ohne irgendwelche Verpflichtungen bekommen und die fließen geradezu über vor Dank und eben früher, wie ich die Folie noch nicht raufgeladen hatte, haben sie sich gelohnt. Dann, ich reagiere meistens, also sozusagen mit der Publikumsbehandlung, ich reagiere insbesondere auf sinnvolle Fragen und positive Rückmeldungen, auch wenn ich nur sage, vielen Dank für Ihre Rückmeldung oder sowas, das ist einfach atmosphärisch, glaube ich, ganz gut für den Kanal. Und jetzt gebe ich Ihnen einige Reaktionen als Beispiel. Ich habe jetzt leider vorwiegend positive Rückmeldungen. Es gibt ein paar, wo einer sagt, der ist ja traumhafter Dozent, der erzählt ja mit irgendwas. Das ist aber nicht so interessant, sondern hier ist ein schöner Brief, sehr geehrter Professor, meine Bühne. Da ich gerade die Semesterferien zur Vorbereitung für eine Ausstellung im Oktober dieses Jahres nutze, das heißt ziemlich viele Bilder malen muss, habe ich mir Ihre Vorlesungsreihe Einführung in die theoretische Philosophie aus iTunes U heruntergeladen, die ich nun schon zum zweiten Mal beim Malen höre. Ich bin begeistert. Die beste Einführung in die theoretische Philosophie, die ich bis jetzt kenne, klar, verständlich, anschaulich und vorgewürzt, eine spurbar umfassend ist im Hintergrund schön. Wahrscheinlich werde ich Sie mir auch noch ein drittes Mal anhören. Das mit dem Malen geht nicht so schnell, ich bin da eher der Handwerker als der Genius, da ich jetzt schon beim zweiten Hören schon wieder auf neue Aspekte stoße. Und das heißt, es muss eine gewisse Dichte drin sein in den Vorlesungen und Vorträgen, sodass es sich lohnt, das nochmal zu hören, dann hört man was Neues. Also mittlerweile ist der Herr UF ein guter Freund von mir, ein großes Bild von ihm hängt bei mir im Esszimmer und das ist eine so entstandene Freundschaft, die wunderbar ist. Also Seminare gegeben, über Kunstbibel, das ist so entstanden. So, sehr geehrter Herr Professor Heinrich, nun bin ich kein Student an der Leibniz-Universität Hannover. Ich möchte Ihnen aber hiermit zum Ausdruck bringen, dass es Leute wie mich gibt, die sehr dankbar sind, dass sie ihre Vorlesung das Land so frei zugänglich auf iTunes verfügbar gemacht haben. Es würde mich sehr freuen, wenn dieses und ähnliche Angebote auch in Zukunft bestehen würden.
Für mich persönlich stellt dieses Angebot eine Bereicherung dar. Es macht Lust darauf, sich auch mit Bereichen, die über das eigene Studienfach hinausgehen, auseinanderzusetzen. Also man erreicht es, dass Studierende, die da eigentlich von dem Fach gar nichts wissen wollen, über YouTube dann reingelotst werden. Das ist natürlich wunderbar, wenn sich Bildung auf diese Weise verbreitet. Hier noch ein vorletztes, sehr geehrter Herr Reudingen. Sie haben in den Jahren diese fantastischen Vorlesungen gehalten. Seit einigen Tagen habe ich diese wertvollen Lesungen über mein iPad zugänglich gemacht, habe bereits ein dickes Heft damit vollgeschrieben. Hin und wieder würde ich das doch gerne die eine oder andere Folie, die Sie offenbar zum Download irgendwo gespeichert haben, ansehen, herunter. Seit 40 Jahren habe ich mich mit Philosophie beschäftigt. Erst durch Ihre Vorlesung sind die elementaren Zusammenhänge klar geworden. Dafür großen Dank. So, viele Grüße aus Kairo, EWM, Orgelbauermeister. Also, aber er hat Freude dran. Ich habe riesig Freude gehabt, wie ich das bekommen habe. Natürlich. So, noch eine letzte sehr geehrte Freunde. Mein Name ist S. und ich möchte mich auf diesem Weg einmal bedanken. Ich interessiere mich für Mathematik und habe darum ein Buch Formale Logik erworben. Das ist die Synergie mit den verschiedenen Medien. Ich habe das Buch parallel zum Semester Formale Logik, das auf YouTube eingestellt ist, durchgearbeitet. Ich würde gerne ein solches Semester zu Hause durcharbeiten können, weil ich im eigentlichen Berufsleben Polizist bin. Doch leider gibt es sowas viel zu wenig. Haben Sie einen Tipp? Und dann, ich hoffe, es war nicht zu unverschämt, einfach mal so einen Professor zu schreiben. Sowas habe ich nämlich noch nie gemacht. Das ist eine gute, aber ich hatte die zwei Tage lang I walked on air. Das ist einfach wunderbar. Und Leute, so freut er mich, wünsche Ihnen alles Gute, den Polizisten wünsche mir alles Gute, beste Grüße. So, Zusammenfassung. YouTube ist ein tolles Medium zur Wissenschaftskommunikation. Das ist meine Folgerung. Man kann sehr heterogene Teile der Bevölkerung erreichen, an die man, also ich jedenfalls, nie gedacht habe, was für Leute sich das alles anschauen, geschweige denn in den 97 Ländern. Studierende nutzen YouTube. Ich habe viele Rückmeldungen, insbesondere von Studierenden der Fernuniversität Hagen, Kulturwissenschaften, die dort dann mit ihren Lehrbriefen und den ganzen Zeugen zum Teil wenig anfangen können. Und dann kommen die auf den YouTube-Kanal, suchen dann an YouTube, finde ich was, wo mir was erklärt wird. Und die sind sehr dankbar und können das offensichtlich brauchen. Und insbesondere kann man auch Menschen erreichen, die keine Matur haben oder noch keine Matur haben. Also von Schülern habe ich auch schon das Sachen bekommen. Einer, der Matur hat, aber noch arbeiten muss, weil das Studium nicht finanzieren kann. Und der mir dann schrieb, bei Ihnen kann ich jetzt endlich schon mal in die Hochschule reinschnuppern. Die also bildungshungrig sind. Und man kann auf YouTube ein Bildungsangebot machen, das wirklich dankbare Nutzer findet und dann kommt man selber auch nicht zu uns. Vielen Dank.